Liebe Gebärdensprachgemeinschaft, herzlich willkommen zu unserem heutigen Motto: Meine letzte Reise. Wir befassen uns heute mit dem dritten Teil, und zwar mit dem Thema Sicherheit. Sicherheit bedeutet, etwas ist ganz fest. Es ist immer gleich. Es hat eine Beständigkeit. Nehmen wir als Beispiel einen Hausbau. Dort gibt es einen harten Boden, ein Fundament. Es gibt stabile Mauern und ein starkes Dach. Ein solches Haus kann 100 oder vielleicht sogar 200 Jahre alt bestehen. Und so etwas bietet eine hohe Sicherheit. Im heutigen Evangelium wird berichtet, dass Jesus mit seinen Freunden nach Jerusalem geht. Jesu Freunde sehen den Tempel und er ist wunderschön, sie sind begeistert. Sehr reich ist er verziert, wunderbar. Jesus bestätigt das. Ja, dieser Tempel ist wunderschön. Aber Jesus prophezeit, dass dieser schöne Tempel trotzdem zerstört werden wird. Und er lehrt seine Jünger, dass immer Kriege kommen werden. Aber er mahnt sie, dass ihre Herzen sich nicht verwirren lassen. Er sagt, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Wir Menschen versuchen immer, an der Sicherheit festzuhalten. Wir versuchen, unser Leben sicher zu haben. Wenn eine schwere Krankheit kommt, dann wird unsere Lebenssicherheit erschüttert. Wenn ein Unfall passiert oder Gewalt oder die Pandemie oder Kriege da sind um uns herum, dann sind wir erschüttert und unsere Lebenssicherheit ist erschüttert. Wenn eine tödliche Gefahr besteht, dann erlischt unsere Lebenssicherheit. Das ist das Schlimmste. Aber Jesus verspricht, er sagt von sich, ich bin eure Sicherheit. Glaubt an mich und bleibt treu bei mir. Dann gebe ich euch meine Sicherheit und diese Sicherheit bleibt bei euch. Liebe Gebärdensprachgemeinschaft, unsere Gemeinschaft ist so klein. Wir sind eine kleine Minderheit und deshalb haben wir oft Sorgen, dass diese kleine Gemeinschaft kaputt geht. So klein ist sie. Aber Jesus verspricht, er sagt von sich, ich bin die Sicherheit. Er kann auch unserer Gebärdensprachgemeinschaft Sicherheit geben, wenn wir darauf vertrauen. Dann haben wir Klarheit im Herzen. In diesem Zusammenhang wünsche ich euch Gottes Segen.